in einem Krieg verlieren immer sozusagen beide Gruppen, weil sie verlieren sehr viele Menschen. Sie haben danach Traumatisierte. Die einzigen, die gewinnen, das ist eigentlich die Rüstungsindustrie. Darum sage ich, die Besitzer der Rüstungsindustrie, die müssten an die Front. Also BlackRock und Vanguard und State Street, das sind die großen Investoren. Oder die Chefs von Boeing oder Raytheon oder Rheinmetall. Wenn die an die Front gingen, dann wäre der Krieg schnell vorbei. Weil das sind die älteren Männer und die haben keine Lust, dass sie erschossen werden. Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Heute freue ich mich, einen ganz besonderen Gast auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen, und zwar den Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser. Schönen guten Tag, Herr Ganser. Herr von Witzleben, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Herr Ganser, wir sind hier in Hannover. Sie haben hier gestern einen Vortrag gehalten. Sie sind ja, leben ja bekanntermaßen in der Schweiz. Sie sind jetzt schon seit mehreren Tagen, glaube ich, hier in Deutschland, halten Vorträge, machen jetzt am Wochenende noch einen Achtsamkeitskurs. Wie nehmen Sie denn die Stimmung hier in Deutschland wahr und wie waren die Vorträge? Also mein Eindruck ist natürlich subjektiv. Ich habe immer das Gefühl, alle hier in Deutschland wollen keinen Krieg. Also die wollen wirklich nicht, dass die Spannungen mit Russland zunehmen oder dass es tatsächlich zu einem Krieg zwischen Russland und Deutschland kommt. Das ist mein Eindruck. Hat sich auch damit zu tun, dass die Menschen, die zu meinen Vorträgen kommen, jetzt wirklich einfach keinen Krieg wollen, keine Kriegspropaganda. Und ich habe in Hamburg habe ich gesprochen und in Bremerhaven und jetzt sind wir in Hannover. Hamburg habe ich sogar zweimal den Vortrag gehalten und es ist immer ausverkauft. Und ja, es ist großes Interesse. Die Menschen sind sehr freundlich und interessiert. Und ich würde vielleicht auch die Möglichkeit hier nehmen, den Menschen zu danken, dass sie zu den Vorträgen kommen. Ist schön zu sehen, dass so viele Menschen am Frieden interessiert sind. Und wie nehmen Sie das so außerhalb dieser Bubble wahr? Weil es gibt ja auch noch eine andere Welt da draußen. Wie nehmen Sie diese Welt wahr? Da sehe ich natürlich schon auch Aussagen wie Strack-Zimmermann, die wirklich Richtung Krieg zielen. Und das halte ich für gefährlich. Jetzt haben Sie ja sehr viel Diffamierung und Angriffe erlebt. Auch letztes Jahr hier in Hannover gab es große Demonstrationen. Hat sich das jetzt etwas beruhigt? Beruhigt, ja. Es ist vielleicht fast keine Demonstration mehr. Vielleicht da oder dort mal ein schlechter Artikel. Aber im Vergleich zum letzten Jahr ist es viel ruhiger geworden. Finde ich okay. Jetzt gestern bei Ihrem Vortrag war ich auch ganz überrascht. Ich habe nur eine kleine Gruppe, vielleicht 20, 30 Menschen gesehen. Die Omas gegen rechts waren es, glaube ich, die da vor der Halle standen und eine kleine Demo abgehalten haben. Aber es war wirklich übersichtlich. Ja, also es waren 1500 Plätze dort gestern und es war ausverkauft. Und wenn da 20 Omas gegen rechts, also hat mich echt nicht interessiert. Und Sie tangiert das ja sowieso nicht so richtig, habe ich immer den Eindruck. Nein, ich mache ja die Arbeit für die Menschen, die zum Vortrag kommen. Und ich fokussiere schon auf die und sage, ich arbeite für euch. Ich versuche euch zu erklären, wie die Gesetze der internationalen Politik sind und wie wir eben mehr Frieden erreichen können, weil das muss wirklich das Ziel sein. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Herr Ganser, ich möchte mich hier heute mit Ihnen über die geopolitische Weltlage unterhalten, denn die ist wirklich brisant. Wir stehen womöglich am Rande eines dritten Weltkrieges, wenn wir uns so mit den Entwicklungen da draußen beschäftigen. Macron sprach von NATO-Bodentruppen in der Ukraine. Der CDU-Politiker Kiesewetter sprach davon, dass man den Krieg nach Russland tragen muss. In Gaza findet ein blutiger Krieg statt. Wie gefährlich ist denn die aktuelle weltpolitische Lage und was denken Sie auch, was ist aktuell der bedrohlichste Konflikt, Herr Ganser? Also es ist wirklich natürlich bedrohlich, weil die Idee des französischen Präsidenten Macron, NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken, ist einfach verrückt. Das sollte man auf keinen Fall tun. Das, was es in der Ukraine braucht, sind Friedensgespräche. Weil die hat es auch gegeben in Istanbul im März 2022 und dort hätte man den Konflikt wirklich beilegen können. Ich finde es auch gefährlich, wenn deutsche Politiker sagen, wir sollten wieder Krieg gegen Russland führen. Also
das erinnert mich einfach an den Zweiten Weltkrieg und da weiß man, das ist nicht, hat nicht gut geendet. Mhm. Und ich bin wirklich, natürlich kann man sagen, die Menschen, die zu meinen Vorträgen kommen, wollen keine Kriege, aber ich glaube, auch weit außerhalb von meinen Vortragshallen wollen die Menschen in Deutschland keinen Krieg mit Russland. Ich würde wirklich behaupten, das ist eine ganz kleine Gruppe von natürlich Politikern, die man viel hört. Die bekommen sehr viel Raum in den Medien. Die werden dann immer wieder sozusagen mit einem großen Mikrofon ausgestattet. Und die sagen ja immer das Gleiche. Also sie sagen eigentlich mehr Waffen, noch mehr Waffen. Das ist keine Lösung. Es ist keine Lösung, wenn man immer mehr Waffen in ein Kriegsgebiet hineinbringt. Und da wird dann zuerst gesagt, nein, auf keinen Fall werden wir zuerst nur Helme liefern. Und dann, okay, nein, dann liefern wir auch Landminen. Und dann, aber Panzer würden wir nie liefern. Und dann plötzlich, nein, jetzt liefern wir auch Leopard-Panzer. Mhm. Und dann wird das immer so als Wunderwaffe dargelegt. Dann sind die Leopards zerstört. Und dann geht es um die Taurus-Marschflugkörper und so weiter. Aber dieser Eskalationskurs, wenn Sie mich fragen, was ich davon halte, ich finde das falsch. Also ich finde, es braucht in der Ukraine Friedensgespräche. Und auch der andere Konflikt im Gazastreifen, da sind jetzt mehr als 30.000 Tote, das sind mehr als 10.000 davon sind Kinder. Auch Netanyahu, der Premierminister von Israel, muss dringend einen Waffenstillstand unterschreiben, weil es geht nicht, dass wir, er argumentiert, ja, ich töte nur Terroristen. Ja, das sieht ja jeder, dass das nicht die Wahrheit ist. Also, es sind zwei Konflikte, die eben die Gefahr haben, dass sie explodieren. Mhm. Und darum sage ich, bevor sie explodieren, also dass Polen sozusagen reingezogen wird in den Ukraine-Krieg oder dass Frankreich Bodentruppen bringt oder dass Deutschland russische Infrastruktur beschießt, das wäre eine Explosion. Das sollte man auf keinen Fall tun. Und im Gaza-Krieg ist natürlich auch im Norden mit dem Libanon die Gefahr, dass es explodiert. Oder dann kann man sagen, man kann dann auch sozusagen mit dem Iran noch direkt in den Krieg kommen oder die Iraker können US-Militärbasen im Irak bombardieren. Es ist einfach Wahnsinn. Für mich ist es Wahnsinn. Ich sage, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie und wir sollten lernen, unsere Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Mhm. Eigentlich ganz einfach. Woher kommt denn diese Kriegslüsternheit in Deutschland, Herr Ganser? Also, ich würde vielleicht einordnen, dass es natürlich im Zweiten Weltkrieg diese Kriegslüsternheit ja auch gegeben hat. Es ist aber nicht nur in Deutschland. Auch die Japaner haben eine Kriegslüsternheit, haben andere Länder überfallen. Oder die Briten haben ja auch irgendwie große Teile von Afrika erobert. Oder die Franzosen haben Indochina erobert. Es ist also nicht jetzt nur hier in Deutschland eine Kriegslüsternheit, aber es war eigentlich nach 1945 war dann eigentlich klar, nie wieder Krieg, hier in Deutschland. Aber die Amerikaner zum Beispiel haben dann nach 1945 im Iran die Regierung gestürzt, dann haben sie 54 Regierungen in Guatemala gestürzt, 61 sind in Kuba einmarschiert, 64 haben sie angefangen, Vietnam zu bombardieren, bis 75, also 3 Millionen Tote. Dann haben sie Libyen bombardiert, haben sie Syrien bombardiert, haben sie Afghanistan bombardiert. Und ein Teil der Kriege, in die Deutschland verwickelt ist, kommt eben aus den USA. Also es wird von den USA angestoßen. Das kann man wirklich historisch beweisen, weil zwischen 45 und 95, also während 50 Jahren, hat Deutschland keinen Krieg teilgenommen. Das fand ich sehr gut. Und dann 99 hat man zusammen mit dem US-Präsidenten Bill Clinton hat man Serbien bombardiert. Das war unter Bundeskanzler Schröder und Außenminister Joschka Fischer. Das war ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Und schon 2 Jahre später ist man nach Afghanistan gezogen, der nächste Krieg. Also als nie wieder Krieg wurde hin und wieder Krieg. Und dann hat man im Syrienkrieg mitgemacht, 2015. Die Deutschen haben die Luftaufklärung gemacht für die Amerikaner und die Amerikaner haben bombardiert. Und jetzt der nächste Krieg, also nach Serbien, nach Afghanistan und nach Syrien, übrigens verloren gegangen. Also Afghanistan war ein Krieg, den die USA und Deutschland als Verlierer wieder abgezogen sind. Versucht man Deutschland in diesen vierten großen Konflikt hineinzuführen. Und das ist eben der Krieg in der Ukraine. Da sage ich wirklich, das ist sehr, sehr gefährlich. Mhm.
viel gefährlicher als Afghanistan, wenn ich so sagen darf. Und Deutschland ist an vorderster Front beteiligt. Wir sind nach den USA der wichtigste Waffenlieferant in Europa. Und jetzt gibt es hier politische Persönlichkeiten wie Roderich Kiesewetter oder Anton Hofreiter, die immer wieder betonen, wie wichtig es ist, dass wir Waffen liefern, dass wir ganz vorne mit dabei sind. Also man hat wirklich das Gefühl, dass Deutschland ein wenig geschichtsvergessen ist, oder Herr Ganser? Ja, für mich sind das Kriegstreiber. Mhm. Also es gibt eigentlich in jedem Krieg gibt es Kriegstreiber. Das sind die, die vor dem Krieg sagen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und sie sagen immer, wir müssen Gewalt einsetzen. Und da muss man einfach sehr achtsam sein und das sehen und sagen, ah, was sagen die wirklich? Und das, was sie sagen, ist, man muss Gewalt einsetzen. Man muss Gewalt einsetzen. Und ich bin eigentlich ein bisschen bestürzt, dass die in den deutschen Medien so viel Raum bekommen, dass eigentlich die Kriegstreiber viel öfters gehört werden als, ja, ich sag mal, die besonnenen Menschen, wie zum Beispiel Harald Kujat, den ich sehr gut finde, oder andere, die auch Deutsche sind und Achtsamkeit lehren, wie ein Eckhart Tolle, ja. Die haben eigentlich viel mehr zu sagen als ein Hofreiter und eine Annalena Baerbock. Ich frage mich, warum hört man immer die, die ins Verderben führen? Man sollte lieber denen zuhören, die sagen, komm, wir deeskalieren, wir suchen Lösungen. Weil wenn man das ganze Geld, das man in die Kriege investiert, zum Beispiel in die Traumaarbeit investieren würde, dann könnte man schon Konflikte lösen. Mhm. Und ich sage mir auch immer, jeder, der Kinder hat, ja, oder der beobachtet, wie andere Kinder haben und dann einen Konflikt sieht, der wird ja nicht hingehen und die Kinder bewaffnen. Also das ist einfach nie die gute Lösung, sondern immer sagen, versucht, dem anderen zuzuhören, hat eine andere Perspektive, okay, dann kann ja er mal mit dem Ball spielen oder ihr spielt zusammen oder du könntest ja hier spielen. Es gibt immer eine Lösung, aber das, was eben gilt in der Familie, dass man sich nicht töten sollte, das sollten wir auch in der internationalen Politik verfolgen. Weil diese Idee, in der internationalen Politik muss man halt töten, sonst geht's nicht, das ist ein großer Irrtum. Jetzt hat ja kürzlich die Chefin von Russia Today, Margarita Simonyan, im wahrsten Sinne eine Bombe platzen lassen. Sie hat ein abgehörtes Gespräch von hochrangigen deutschen Offizieren veröffentlicht. Darüber wird unter anderem davon gesprochen, wie man die Krim-Brücke mit deutscher Hilfe sprengen kann. Es wird davon gesprochen, dass sich US-Soldaten in Zivil auf ukrainischem Territorium befinden. Es ist auch die Rede von britischen Soldaten, die vor Ort sind. Und das müsste für Sie, Herr Ganser, doch ein sehr spannendes, zeithistorisches Dokument sein. Das Gespräch, das geht rund 37 Minuten und es offenbart wirklich, wie tief Deutschland tatsächlich in diesen Krieg verstrickt ist. Herr Ganser, was waren denn Ihre ersten Gedanken, als Sie dieses Gespräch das erste Mal gehört haben? Also ich habe es mir zweimal angehört. Ich habe mir sofort das Original angehört. Und das, was man verstehen muss, ist, wenn Deutschland einen Angriff auf die Krimbrücke mit Taurus-Marschflugkörpern macht, und auch versucht, die Spuren zu verdecken. Ein Teil des Gesprächs ging ja darum, wie könnte man die Spuren verdecken. Aber wenn das aus Deutschland unterstützt wird, dann ist es ein Angriff von Deutschland auf Russland. Und der einzige Kommentar, den ich dazu habe, ist, das sollte man auf keinen Fall tun. Also natürlich ist jede Regierung frei, Chaos zu erzeugen und Verderben über das Volk zu bringen. Das kann man schon machen. Aber eigentlich ist die Aufgabe einer Regierung, Schaden vom Volk abzuwehren. Das ist eigentlich die ursprüngliche Aufgabe. Und zwar ganz unabhängig, welche Partei man ist. Und da muss ich wirklich sagen, ich finde das erstaunlich, dass hochrangige Luftwaffenoffiziere so etwas diskutiert haben. Man muss aber auch sagen, es ist nicht passiert. Ja, es ist also nicht jetzt sozusagen diskutiert und dann hat man es gemacht. Es gibt ein anderes abgehörtes Gespräch von 2014, ähnlich interessant für mich als Historiker. Da hat Viktoria Nuland den Putsch besprochen in Kiew. Mhm. Das war ein Gespräch zwischen der amerikanischen Vizeaußenministerin Viktoria Nuland und Jeffrey Pyatt, das war die amerikanische Botschafterin in Kiew. Und sie haben darüber gesprochen, wie man in der
Ukraine die Regierung stürzen kann. Das wurde dann aber wirklich umgesetzt. Das Gespräch war vorher, dann kam der Putsch. Und jetzt sind wir wieder in dieser Situation. Wir haben im Moment das abgehörte Gespräch. Und ich hoffe jetzt einfach, dass nicht danach die Aktion kommt, dass Deutschland mit Taurus-Marschflugkörpern die Krimbrücke in die Luft sprengt. Weil wenn man das tut, dann muss man natürlich mit russischen Gegenschlägen rechnen. Und dann haben wir einen Krieg zwischen Deutschland und Russland. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Amerikaner das eigentlich befürworten. George Friedman ist ein amerikanischer Geostratege und der hat gesagt, wenn sich die Deutschen und die Russen gegenseitig bekämpfen, dann schwächen sie sich untereinander. Und das war im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und auch im Kalten Krieg immer das Interesse der USA. Das heißt, man muss hier auch ein bisschen über Deutschland hinausdenken. Und in diesem Gespräch wird auch vom sogenannten Reach-Back-Verfahren gesprochen. Damit wird in der militärischen Fachsprache die Einsatzoperation aus dem Heimatland bezeichnet. Das heißt, es ist im Grunde genommen der Beweis dafür, dass aus Großbritannien in dem Fall wahrscheinlich schon, so geht es zumindest aus dem Gespräch hervor, schon Angriffe beispielsweise auf die Krimbrücke geplant worden sind. Sie wurde ja in der Vergangenheit schon mal angegriffen. Also Herr Ganser, ist dieses Gespräch für Sie der Beweis, dass der Westen, in dem Fall Deutschland, Großbritannien und die USA, direkte Kriegspartei sind? Ich bin schon der Meinung, dass der ganze Krieg mit einem Putsch der USA begonnen hat. Also 2014, natürlich waren auch Rechtsradikale in der Ukraine daran beteiligt, aber die entscheidende Entwicklung historisch gesehen für mich war, dass der Westen die NATO-Osterweiterung gemacht hat mit Polen, mit Ungarn, mit Estland, Lettland, Litauen, mit Rumänien, mit Bulgarien, mit Slowakei, Slowenien und so weiter. Also die Idee, einfach die NATO weiter auszudehnen, das war der erste Schritt. Und dann kam man eben 2008 auf dem NATO-Gipfel in Rumänien, in Bukarest, hat man gesagt, man möchte auch die Ukraine in die NATO hineinziehen. Das wurde auch öffentlich gesagt, das war damals noch Präsident Bush in seinem letzten Amtsjahr, also US-Präsident. Und das hat man dann wirklich verfolgt. Also das war nicht nur eine Erklärung, sondern das hat man umgesetzt und man hat 2014 eben Präsident Janukowitsch gestürzt in der Ukraine. Und das heißt, da habe ich einen ganz anderen Blick als ARD, ORF und SRF. Weil ARD, ORF und SRF, also SRF ist das Schweizer Fernsehen, also ich weiß nicht, ob das hier so bekannt ist. ORF, das sind die Österreicher, ARD kennt ihr ja hier, und ZDF. Das heißt, das sind so ein bisschen die Leitmedien, weil viele ja einfach noch irgendwie so vor dem Fernseher sitzen, was natürlich eine einseitige Perspektive ist. Aber die sagen immer, der Krieg hat 2022 mit der russischen Invasion angefangen. Ich sage immer, die russische Invasion vom 24. Februar 2022 ist illegal, weil es ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Aber der Krieg hat mit dem Putsch vom 20. Februar 2014 angefangen. Und das heißt, und der ist auch illegal. Das heißt, Obama, US-Präsident Obama und Joe Biden, der war Vizepräsident, haben mit Victoria Nuland zusammen diesen Putsch gemacht. Und wenn Sie fragen, sehe ich das als eine westliche Intervention? Ja, klar. Das ist Beteiligung. Und der Westen versucht immer zu sagen, na, wir sind nicht beteiligt, aber es werden ja auch ukrainische Soldaten in Deutschland auf amerikanischen Militär-Truppenplätzen ausgebildet. Also wir haben auf jeden Fall eine Beteiligung von Deutschland an diesem Krieg. Und die deutsche Regierung hat dann den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages immer wieder gefragt, oder Parlamentarier haben gesagt, ja, sind wir jetzt schon Kriegspartei oder nicht? Und da hat man einfach immer versucht, also Olaf Scholz, der Bundeskanzler, sagt immer, nein, wir sind nicht Kriegspartei, wir sind nicht Kriegspartei, wir sind nicht Kriegspartei. Aber letzten Endes ist es immer eine Frage, wie beurteilen das die Russen? Und die Russen sagen ganz klar, die Amerikaner führen einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Und das sehe ich auch so. Also es ist ein Stellvertreterkrieg der Amerikaner. Und das bedeutet, um das nochmal aufzunehmen, was Sie angesprochen haben, auch die Briten und die Franzosen sind natürlich verdeckt in der Ukraine präsent. Das heißt nicht offiziell mit französischen Soldaten und mit britischen Soldaten, aber es wird ja auch Kommunikation abgehört. Und die Kommunikation, es wird immer abgehört, das gehört zu jedem Krieg, aber
die Kommunikation, die abgehört wird, müsste eigentlich nur Russisch sein und Ukrainisch. Das wären dann, also in der Ukraine wird ja Ukrainisch und Russisch gesprochen, die Russen sprechen Russisch, Ende. Das müsste es eigentlich sein. Aber da hört man Englisch, da hört man Deutsch, da hört man Französisch. Das beantwortet die Frage. Also es ist schon jetzt ein internationaler Konflikt. Ja. Und die Gefahr ist, dass dieser Konflikt weiter eskaliert. Und ich glaube, das ist das, was wir verstehen müssen. Wir sind schon ziemlich tief im Sumpf. Man kann immer noch tiefer, man kann natürlich einen Krieg über ganz Europa, man kann den Krieg, ich möchte es vielleicht so sagen, ein Krieg ist wie ein Krebsgeschwür. Und der kann immer Metastasen bilden. Und plötzlich ist da noch eine Metastase. Und dann wird Nord Stream gesprengt und Norwegen ist noch involviert. Und meiner Meinung nach haben die USA Nord Stream gesprengt. Und dann ist aber innerhalb der NATO sind ja da Norwegen und die USA und Deutschland sind eigentlich Waffenbrüder. Dann bekämpfen die sich untereinander auch noch. Und dann kann auch in Russland, oder, kann eine Konterrevolution kommen, dass ein Teil der Armee Richtung Moskau marschiert. Und dann plötzlich kann aber auch im Gaza-Krieg kann es passieren, dann, dass die Hisbollah vom Libanon sozusagen dann Israel beschießt. Und dann sagt Israel, ja, wenn ihr uns beschießt, dann beschießen wir den Libanon. Und dann im Irak sagen die Iraker, ja, hier hat es amerikanische Militärbasen, dann beschießen wir den. Dann findet man heraus, da sind aber auch noch deutsche Militärbasen im Irak. Dann denkt man sich, warum sind da überhaupt Deutsche im Irak? Dann sagt man, ja, das ist halt, die sind dort, weil die den Terror bekämpfen. Und dann gehen die Amerikaner rein und dann beschießen die Houthis die Amerikaner. Und die Amerikaner beschießen dann die Houthis. Und dann sagen die Iraner, wenn ihr da die Houthis beschießt, dann... Wissen Sie, Herr von Witzleben, man kann immer die Dinge in die Eskalation hineinstoßen. Und der einzelne Mensch denkt immer, ich habe es unter Kontrolle. Aber es ist schwer zu kontrollieren. Der einzige Weg, den man kontrolliert, ist der, dass man sich mäßigt, dass man sagt, es sind Fehler passiert, aber man kann die Fehler korrigieren, indem man sagt, okay, wir hören auf, wir gehen auseinander. Und das ist in der Konfliktforschung bekannt. Also wenn Hooligans in einem Stadion, wir müssen jetzt nicht USA und Russland oder Iran und Israel nehmen, wenn Hooligans in einem Stadion aufeinander losgehen, dann geht die Polizei ja nicht hin und sagt, schauen wir uns beide Gruppen an, entscheiden uns für eine und bewaffnen die noch. Mit Raketenwerfern oder Flammenwerfern zum Beispiel. Nie. Sondern es ist immer das Gleiche. Sie sagt, geht auseinander und dann wird entwaffnet und dann werden die Leute beruhigt. Das ist immer, das macht auch ein Lehrer in der Schule, wenn da zwei Jungs sich schlagen, dann nimmt man die auseinander. Das ist auch im Sport so, da gibt es die rote Karte und einer geht weg. Also überall das, was wir ja kennen, wird immer gesagt, nein, nicht in die Gewalt. Ja. Und was wirklich erstaunlich ist, dass jetzt in Deutschland ein Diskurs ist von, na doch, wir sollten ein bisschen noch tiefer in die Gewalt gehen. Ich kann wirklich davon abraten. Ja, die Gewaltspirale, sie nimmt immer weiter zu. Genau. Und man hat wirklich den Eindruck jetzt auch, wir haben ja gerade schon über Macron gesprochen, ja, über seine Aussage, dass er womöglich, dass man auch über NATO-Bodentruppen sprechen muss. Das ist ja genau das, was Sie gerade beschreiben, dass man eben die eine Partei weiter stärker macht und noch ausrüstet. Darum ist Macron für mich ein Kriegstreiber. Ja, aber warum jetzt ausgerechnet Macron? Weil er war ja im Grunde genommen auch einer, der immer noch das Gespräch zu Putin gesucht hat und jetzt ist er der vorderste Kriegstreiber. Das ist wahrscheinlich dann auch viel Spekulation, aber es kommt ja zu einem... Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich sage nur, Boris Johnson zum Beispiel war britischer Premierminister und er hat eigentlich dann die Gespräche in Istanbul, die Friedensgespräche verhindert, ist auch ein Kriegstreiber. Und dann Joe Biden ist auch ein Kriegstreiber, liefert Waffen an Netanyahu, liefert Waffen an Zelensky. Also es sind leider viele Kriegstreiber da. Und man kann nicht sagen, sie sind nur in Frankreich oder sie sind nur in Deutschland. In Deutschland, die größte Kriegstreiberin in Deutschland, die mir sehr auffällt, ist Strack-Zimmermann von der FDP. Aber auch CDU. Direkt gefolgt von Herrn Kiesewetter. Kiesewetter und auch Merz von der CDU. Also es sind leider, das müssen die Menschen verstehen, dass diese Kriegstreiber real sind. Und an ihren Worten werdet ihr sie erkennen und an ihren Taten. Es ist ja, wenn man den untersucht, wie ist man eigentlich in den Ersten Weltkrieg reingekommen oder wie ist man in den Zweiten Weltkrieg reingekommen oder wie ist der Vietnamkrieg ausgebrochen oder wie ist es eigentlich passiert, dass man Libyen in Schutt und Asche gelegt hat 2011? Ja, wenn ich diese Dossiers anschaue, ist immer das Gleiche. Zuerst sprechen die Kriegstreiber und die sagen, man muss Gewalt einsetzen und hier die Waffen und die Rüstungsindustrie sagt, ja, sehr gut, hier hast du noch einen Zustupf.
Es ist immer das Gleiche. Mhm. Aber man sollte eben den Kriegstreibern nicht folgen. Mhm. Interessant ist jetzt ja aber bei dieser Aussage von Macron, dass sie zu einem Zeitpunkt kommt, in dem das ukrainische Militär am Boden liegt. Ist mittlerweile auch in den Mainstream-Medien, in den deutschsprachigen angekommen, dass wahrscheinlich dieser Krieg nicht gewonnen werden kann von ukrainischer Seite aus. Und genau zu diesem Zeitpunkt sagt Macron, wir müssen Bodentruppen da in das Kriegsgebiet schicken oder es darf zumindest nicht mehr ausgeschlossen werden. Also da ist ja der Zeitpunkt doch sehr interessant, wie ich finde. Aber wie sehen Sie denn jetzt, Herr Ganser, auch die Rolle von Deutschland und von Olaf Scholz? Denn es wird jetzt ja immer wieder gesagt betont, dass wir hier ja in dieser Hinsicht doch noch Glück haben mit einem deutschen Bundeskanzler, der ja doch zu viel Zurückhaltung aufruft und immer wieder betont, dass wir dort keine Kriegspartei werden dürfen. Also haben wir in Deutschland mit dem Bundeskanzler Scholz da in dem Fall dann doch Glück? Es kommt halt immer darauf an, wo man die Messlatte legt. Ja? Mhm. Also ich finde natürlich gut, dass Olaf Scholz sagt, wir schicken keine Bodentruppen in die Ukraine. Und ich bin natürlich überrascht und auch befremdet, dass der Präsident von Frankreich genau das sagt, dass er das tun will. Er hat es aber auch noch nicht gemacht. Es ist jetzt einfach ein Krieg der Worte. Aber ich bin auf der anderen Seite von Olaf Scholz auch völlig enttäuscht, weil er hat zum Beispiel den Terroranschlag auf die Nord Stream Pipelines nicht aufgeklärt. Und er hat sich immer wieder sozusagen dem amerikanischen Druck auch gebeugt. Die Amerikaner gesagt haben, Deutschland soll jetzt Leopard-Panzer liefern, oder? Hat er zuerst gesagt, nein, ich will nicht, das ist eine rote Linie und dann bricht er wieder. Also es ist jetzt auch keine Person, in der ich viel Vertrauen habe. Aber zumindest muss man ihm jetzt zugutehalten, dass er in der Frage um Taurus-Lieferungen doch noch eher zurückhaltend ist. Also in dieser Hinsicht Er sagt wieder, es ist eine rote Linie, nur das ist halt jemand, der gesagt hat, hier ist eine rote Linie und dann ist er darüber gegangen. Jetzt sagt er, Taurus ist eine rote Linie, aber dann kommt ja immer das Gleiche, dann kommt Strack-Zimmer Mann und dann kommen die anderen und dann kommt Merz oder von der CDU und sagt, ja, der Kanzler zögert. Der zögert. Wenn man nicht in den Krieg geht, ist das kein Zögern. Sondern das ist richtig, er deeskaliert. Also man muss eben schauen, der Informationskrieg läuft mit den Worten, oder? Man denkt dann, Zögern ist etwas Schlechtes, wenn man sagen würde, der Kanzler deeskaliert, das müsste man schreiben. Dann würden die meisten denken, das ist eigentlich noch gut, dass er deeskaliert. Aber was glauben Sie denn, wie weit werden diese Kriegstreiber jetzt gehen? Weil man sieht ja im Zuge dieser Eskalation, die Sie jetzt ja auch schon richtig dargestellt haben, am Anfang haben wir Helme geliefert, Munition, dann irgendwann, jetzt knapp vor einem Jahr, hieß es, wir liefern auch den Leopard, die Panzer. Und jetzt mittlerweile reden wir über NATO-Bodentruppen. Glauben Sie wirklich, dass die da am Ende womöglich Bodentruppen in dieses Kriegsgebiet hineinschicken will? Also Sie meinen offiziell angeschrieben, weil es gibt immer die verdeckte Technik, dass man eigentlich amerikanische oder britische oder französische Special Forces, also das sind eigentlich nicht markierte Kämpfer, in ein Gebiet reinschickt. Das macht man auf jeden Fall. Ja, die sind ja sowieso schon vor Ort. Genau, das wissen wir ja auch dank dieses abgehörten Gespräches. Die sind da. Ja. Aber das ist etwas anderes, weil die sind eigentlich offiziell nicht da. Und die sind auch nicht große Kampfverbände, sondern das sind Spezialeinheiten, die immer eigentlich hinter feindlichen Linien, die haben zum Beispiel, bevor man Libyen bombardiert hat, 2011, sind die SAS, das sind die Special Air Services, sind die Briten oder die Green Berets von den Amerikanern oder CIA oder MI6, also die Geheimdienste und die Spezialeinheiten sind schon in Benghazi gelandet und haben dort die Gegner von Gaddafi aufgerüstet, um eigentlich das Chaos in Libyen zu erzeugen. Und dann hat man gesagt, Gaddafi kämpft seine Landleute, man hat nicht gesagt, und diese Landleute haben wir zuerst aufgerüstet. Oder im Kosovo-Krieg hat man die UCK oder KLA, also das sind die Albaner, aufgerüstet gegen die Serben. Das waren auch die SAS, ging da zuerst rein. Das ist aus dem Bereich verdeckte Kriegsführung. Und da habe ich eigentlich sehr viel dazu geforscht. Im Rahmen Operation Gladion, NATO-Geheimarmeen, war meine Doktorarbeit. Aber diese Ebene der verdeckten Kriegsführung läuft immer. Die andere Ebene der Informationskriegsführung, die läuft auch immer. Also zum Beispiel ARD nicht,
den Anfang des Ukraine-Kriegs auf das Jahr 2014 richtig datiert mit dem Putsch, sondern auf 2022. Das ist auch typisch. Das macht auch SRF in der Schweiz. Mhm. Und das, was Sie jetzt als Drittes fragen, ja, könnte es dann sein, dass man offiziell NATO-Truppen reinführt in die Ukraine? Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich bin nur jemand, der jetzt beobachtet und sagt, das wäre verheerend, das darf man auf keinen Fall tun. Ja klar, Sie sind Historiker. Ich weiß nicht, was im nächsten Jahr passiert. Sie brauchen Ihre Zeit, um die Dinge zu analysieren und das ist auch gut so. Ja. Aber dennoch ist es weiterhin ja hochbrisant, was da unten so passiert. Und vielleicht noch eine abschließende Frage jetzt zur Ukraine, was ich eben beobachtet habe. Es hieß jetzt immer lange Zeit, die Ukraine muss gewinnen. Und jetzt ist es das neue Framing, Russland darf nicht gewinnen. Das gehört wahrscheinlich einfach nur zu diesem Framing mit dazu, oder? Da muss man im Krieg gibt es eh keine Gewinner. Also wer hat denn gewonnen, wenn die einen haben ihre Toten begraben, die anderen haben ihre Toten begraben, die Leute haben kein Bein mehr, sind traumatisiert. Also auch diese ganze Idee von Gewinnen, ja, über die muss man ja auch nachdenken. Also im Fußball bin ich völlig einverstanden, kann man von einem Gewinner sprechen. Wenn ein Fußballteam 3 Tore macht und das andere macht 1 Tor, dann ist das ein Sieg. Das stimmt. Aber in einem Krieg verlieren immer sozusagen beide Gruppen, weil sie verlieren sehr viele Menschen. Sie haben danach Traumatisierte. Die einzigen, die gewinnen, das ist eigentlich die Rüstungsindustrie. Darum sage ich, die Besitzer der Rüstungsindustrie, die müssten an die Front. Also BlackRock und Vanguard und State Street, das sind die großen Investoren. Oder die Chefs von Boeing oder Raytheon oder Rheinmetall. Wenn die an die Front gingen, dann wäre der Krieg schnell vorbei. Weil das sind die älteren Männer. Und die haben keine Lust, dass sie erschossen werden. Mhm. Und die schicken die jungen Männer. Mhm. Und die jungen Männer haben keine Ahnung oder sind unter Druck. Die müssen dann gehen. Aber die kennen sich gar nicht. Das finde ich das verrückt. Also wenn der amerikanische Soldat 2003 in den Irak einmarschiert und dort einen Iraker erschießt, der kennt den vorher nicht. Mhm. Oder der deutsche Soldat, der in Afghanistan stationiert, der hat kein persönliches Problem mit irgendeinem Afghanen, weil er überhaupt keinen Afghanen kennt. Oder der französische Soldat, der Libyen bombardiert. Kennt die Libyen gar nicht. Also das ist wirklich eigentlich das Verbrecherische an der ganzen Sache. Es werden Leute in Kriege geschickt, also auch die Russen. Ja, die werden ja geschickt. Ja, aber die können nicht einfach sagen, na, ich habe keine Lust zu gehen. Oder? Die werden dann geschickt und müssen Leute erschießen. Ja, haben Sie ein Problem mit der Person, die Sie erschießen? Nein, Sie kennen sie nicht. Und wir sind da schon in einem Zeitalter des Wahnsinns und diejenigen, die es aufdecken, wie Julian Assange, werden eingesperrt. Also ich kann schon verstehen, dass die Menschen manchmal sagen, das ist eigentlich der falsche Weg für das 21. Jahrhundert, weil das ist jetzt das 21. Jahrhundert. Und um dieses 21. Jahrhundert zu gestalten, haben wir viele Möglichkeiten. Also wir sind als Menschen, sind wir sehr kreative Menschen. Wir sind zu ganz vielem fähig. Wir können eine Orgel bauen oder wir können eine Kathedrale bauen oder wir können Energie produzieren. Heute können alle warm duschen. Ich meine, das konnte man im Mittelalter nicht. Wir können U-Boot bauen. Wir können vieles tun, oder? Können Sprachen lernen, Chinesisch lernen, Russisch lernen, Portugiesisch lernen. Also der Mensch ist ein sehr interessantes Wesen. Mhm. Und ich möchte vielleicht einordnen, diejenigen, die sich gegenseitig töten, das ist nur 1% von der Weltbevölkerung, wenn überhaupt. 99% tötet sich nicht. Mhm. Also wir sind gar nicht so gewalttätig. Es ist einfach dieses 1%. Es ist eigentlich weniger als 1%. Also 1% der Weltbevölkerung wäre 80 Millionen. Und wenn Sie alle Ukrainer und Russen nehmen, noch die amerikanischen Spezialeinheiten und dann noch alle israelischen Truppen und die ganzen Hamas-Kämpfer und auch noch die Houthis können Sie auch noch dazu zählen, das sind keine 80 Millionen. Mhm. Also sind wir ja bei weniger als 1%, die sich tötet. Mhm. Aber das Phänomen ist so, dass die anderen 99% am Smartphone sind und denken, warum erschießen sich die? Und dann sind die völlig blockiert. Ja, und einer dieser Menschen, der sich jetzt auch kürzlich kritisch geäußert hat, das war der Papst. Er hat zu Friedensverhandlungen aufgerufen. Er meinte, man solle die weiße Flagge hissen.
wurde daraufhin von der Tagesschau in die Nähe eines Nationalsozialisten gerückt. Es haben sich auch zum Beispiel Strack Zimmermann bei Twitter beschwert über diese Aussagen. Also das war zu erwarten, oder Herr Ganser? Als einfach jeder, der sagt, wir sollten uns nicht töten, wird als Nazi beschimpft. Oder als, das zeigt ja schon den Wahnsinn. Also ich finde es ausgezeichnet, dass der Papst, und ich bin kein Katholik, ich bin auch nicht jetzt bekannt, dass ich den Papst immer lobe, aber in diesem Fall muss ich den Papst loben. Er hat gesagt, hiss die weiße Flagge, das war auch im Gespräch, ist die Aussage entstanden, aber er hat einfach gesagt, tötet euch nicht. Und diese Aussage, du sollst nicht töten, ist eine grundrichtige Aussage. Auch die Aussage, nie wieder Krieg. Diese Aussagen bleiben richtig, wenn man jetzt durchrechnet, okay, komm, wir eskalieren die ganze Sache. Und zwar im Gazastreifen wie in der Ukraine. Wäre ja möglich. Ich spekuliere jetzt nicht. Aber wir könnten jetzt sagen, gegen zweite Hälfte 24 und im 2025 eskalieren wir mal. Und dann lassen wir es mal richtig rattern. Und dann sind vielleicht 50 Millionen tot. Was dann? Dann ist wieder der gleiche Punkt. Friedensverhandlung und nicht töten. Das heißt, am Schluss kommen wir sowieso dort an. Und dann ist halt immer die Frage, wie viel Leiden wird vorher erzeugt? Also auch der Koreakrieg hat ja dann irgendwann geendet. Auch der Vietnamkrieg hat irgendwann geendet. Auch der Zweite Weltkrieg hat irgendwann geendet. Nur es ist ja nicht notwendig, dass wir eine maximale Zerstörung anrichten. Darum, der Papst hat recht. Alle Seiten sollten die weiße Flagge sein. Herr Ganser, wenn wir jetzt den geopolitischen Blick ein wenig weiten und in die USA schauen, dort finden dieses Jahr Präsidentschaftswahlen statt. Der 5. November soll laut Donald Trump in die Geschichte dieses Landes eingehen, denn laut ihm herrscht dort der schlechteste Präsident der US-Geschichte. Jetzt, wenn wir uns mit den USA beschäftigen, und das haben Sie sehr viel gemacht, Sie nennen die USA ein Imperium, dann sehen wir ja, dass dieses Imperium so langsam, aber sicher sich dem Ende zuneigt. Die Vorherrschaft der USA scheint dem Ende zuzugehen. Viele Experten, Analysten sprechen derzeit von der Entdollarisierung im Zuge des Gaza-Konfliktes. Sind historische Entwicklungen vor Ort zu beobachten. Saudi-Arabien zum Beispiel, der was lange Zeit womöglich der wichtigste Partner war, ist jetzt Teil der BRICS-Staaten geworden. Und generell ist das Entstehen der BRICS-Staaten und das Entstehen der multipolaren Weltordnung ein Zeichen dafür, dass das Imperium, die Vorherrschaft des Imperiums der USA womöglich an ein Ende gekommen ist. Wie sehen Sie das denn als Historiker? Sehen Sie das auch so, dass wir hier gerade die letzten Atemzüge dieses US-Imperiums sehen? Also man weiß es nie, wann es die letzten Atemzüge sind. Aber für mich ist sicher so, dass das amerikanische Imperium eine Realität ist. Und da darf man nicht sagen, die amerikanischen Bürger wollen diese Kriege, sondern es ist eine kleine Klientel aus Firmen und Regierungen, Regierungsmitglieder, die an diesen Kriegen interessiert ist. Wie in Deutschland, das ist eigentlich, die Regierung ist das eine und die Rüstungskonzerne und die Medien und die Bevölkerung ist das andere. Und dieses amerikanische Imperium ist sicher in der Krise. Also das kann man sicher sagen, weil es ist einerseits eine militärische Krise. Man hat den Vietnamkrieg verloren, 75. Und dann hat man jetzt auch den Afghanistan-Krieg verloren. Der ging ja 2001 bis 2021. Also die ersten 20 Jahre vom 21. Jahrhundert war mal Afghanistan-Krieg. Aber man möchte gar nicht mehr so darüber sprechen, weil man hat ihn verloren. Und danach kommt jetzt der Ukraine-Krieg und es sieht alles danach aus, dass Zelensky diesen Krieg gegen Putin verlieren wird. Und dann sind die Amerikaner auf der Verliererseite. Es ist jetzt noch nicht sicher, aber es sieht danach aus, sage ich mal. Muss mal schauen, wie sich das entwickelt. Und das wäre nach Afghanistan natürlich eine weitere Niederlage. Dann auch in Syrien haben die USA versucht, Präsident Assad zu stürzen. Das ist ihnen nicht gelungen. Aber vielleicht am fatalsten ist jetzt der Krieg, den Israel gegen die Palästinenser im Gaza-Streifen führt. Weil hier verlieren die USA sozusagen die moralische Glaubwürdigkeit, wenn sie denn überhaupt noch eine hatten. Und das sind eigentlich zwei Katastrophen, die sich abspielen für die USA. Die jungen Wähler, sie haben jetzt gesagt, es kommen Präsidentschaftswahlen am 5. November 2024, das stimmt. Es gibt eben Joe Biden für die Demokraten, es gibt Donald Trump für die Republikaner und es gibt Robert Kennedy Jr., ein unabhängiger Kandidat, den ich interessant finde. Aber
Joe Biden unterstützt ja eben den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu mit Waffen. Und gerade junge Demokraten in den USA sehen aber gleichzeitig die toten Palästinenser auf ihren Smartphones. Und dann fragen sie, was ist eigentlich mit dem Präsidenten los? Warum bewaffnet er Israel? Und Israel, dann kann man den Jungen nicht sagen, ja, das macht er, weil die Hamas am 7. Oktober 23 1200 Israelis getötet hat. Dann sagen sie nicht, ah ja, gut, dann passt das für mich. Sondern die wenden sich jetzt ab. Und das macht Biden Sorge, weil er will natürlich sozusagen diese Wähler nicht verlieren. Das heißt, was ich damit sagen möchte, das amerikanische Imperium ist auf jeden Fall in der Krise und es entsteht eine multipolare Welt. Mhm. Das ist der Aufstieg der BRICS-Staaten. Mhm. Woran erkennen wir denn jetzt konkret, dass die USA sich in der Krise befinden? Ich hatte es jetzt gerade schon gesagt, Stichwort Entdollarisierung beispielsweise. Man könnte jetzt auch sich über die Ölgeschäfte unterhalten. Wir wissen ja, dass das Öl immer mit die wichtigste Ressource der USA war. Sie haben sich damit auch viel beschäftigt. Und ich habe mich so ein wenig gefragt, wir erinnern uns ja noch an den Ukraine-Krieg. Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges sind die Ölpreise in die Höhe geschossen. Und dann ging jetzt der Krieg in Gaza los, wo man ja eigentlich denken könnte, das ist eine Region dort unten, in dem viel Öl gefördert wird, dass dann hier auch die Ölpreise in die Höhe schießen müssten. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Können Sie das einmal erklären? Also wie hängt das da mit zusammen und wie hängt das Ganze dann auch wiederum mit dem Niedergang dieses Imperiums zusammen? Es ist so, da muss man eher auf die Wirtschaft schauen. Und die amerikanische Wirtschaft ist sicher noch, man rechnet ja, wenn man ein Land an, es sind 193 Länder auf der Welt. Deutschland ist ein Land, USA ein Land, China ist ein Land. Die Schweiz, wo ich herkomme, ist ein Land. Und dann kann man jedes Land natürlich anschauen und sagen, was ist die Hauptstadt? Das ist schnell erklärt, Washington, Berlin, Paris, Rom, Bern, Moskau. Das ist einfach. Aber was ein bisschen schwierig ist, ist dann, was ist das Land wirtschaftlich? Und da sagt man eigentlich, man nimmt das Bruttoinlandprodukt, das BIP, und da haben ja die USA und China haben das größte BIP. Ist jetzt ein bisschen heikel zu sagen, wer hat wirklich das größte, lassen wir das noch den Amerikanern, aber die Chinesen haben extrem aufgeholt und werden die USA überholen. Und das ist der erste Faktor, wo man sieht, dass aus einer Führungsrolle weggeht, dass man einfach nicht mehr die größte Wirtschaftsnation der Welt ist. Das ist eigentlich das Erste, was man messen muss. Also muss, wenn man sich interessiert von allen Ländern, wer sind denn die mächtigsten. Und das, Deutschland ist übrigens auch bei den Top 5. Ja. Es sind die USA, es sind China, die machen Platz 1 und 2. Dann haben wir Japan, dann haben wir Deutschland, Russland ist auch dort. Also es ist ja alles ein bisschen in Bewegung. Aber das ist die erste Sache, die man anschaut. Das Zweite, was man anschaut, sind eigentlich die Rüstungsausgaben. Die USA haben 877 Milliarden Dollar pro Jahr. Das sind mehr als 2 Milliarden pro Tag. Die Chinesen haben etwa 290 Milliarden, Deutschland etwa 56 Milliarden, die Russen etwa 80 Milliarden. Also die USA haben mit Abstand die höchsten Rüstungsausgaben. Aber das ist noch kein Zeichen für Macht, wenn man trotzdem in Afghanistan verliert. Also das ist ja dann die Frage, wie kann man gegen die Taliban-Sandalenkrieger verlieren, wenn man 877 Milliarden hat. Und das bedeutet, man nimmt schon die Rüstungsausgaben und dann schaut das Bruttoinlandprodukt an und dann schaut man aber auch die historische Entwicklung der letzten 25 Jahre an. Und da fällt auf, dass die NATO-Staaten, das sind 32 Staaten, Schweden ist jetzt neu beigetreten und darum sind es jetzt 32. Wir in der Schweiz sind nicht in der NATO, wir sind auch nicht in der EU. Also ich schaue da ein bisschen von außen drauf und auch kritisch. Ich will auf keinen Fall, dass die Schweiz in die NATO geht. Ich möchte natürlich auch, dass Deutschland eigentlich aus der NATO austreten sollte, weil es ist ein gefährlicher Club. Aber ich sage mal, okay, die NATO-Staaten, die sind eigentlich sozusagen die Welt, die wir kennen. Wir haben immer das Gefühl, die NATO hat recht, die NATO macht es richtig, Bombardierung von Libyen ist richtig, Bombardierung von Afghanistan. Okay, das ist die Sicht innerhalb der NATO. Außerhalb der NATO haben wir eine ganz andere Sicht. Und ich lese dann natürlich andere Quellen. Also ich schaue, was sagen die Inder, was sagen die Chinesen, mit einem ganz anderen Blick auf die ganze Sache. Und da kommen wir zum Erdöl. Wichtiger Rohstoff. Die Idee war ja, nach der russischen Invasion, dass man die russische Wirtschaft zerstört. Das ist die ganze Idee mit dem Embargo, mit dem Wirtschaftskrieg. Und die Idee war halt, Deutschland und auch Frankreich und England werden kein Öl und kein Gas mehr von Russland einkaufen und die russische Wirtschaft wird zusammenbrechen. Ja, was ist passiert? Die russische Wirtschaft ist gewachsen und die deutsche Wirtschaft schrumpft. Das heißt,
Man muss die Zahlen anschauen und dann merkt man, oh, es ist ja anders. Und wenn man die Fakten sieht, muss man sagen, dann ist aber vielleicht unsere Überlegung falsch. Weil Russland hat natürlich das Öl und das Gas. Können die nach Indien verkaufen? Die können das nach China verkaufen. In China gibt es 1,4 Milliarden Menschen. In Indien gibt es 1,4 Milliarden Menschen. Das sind 2,8 Milliarden in der Summe. Und die sind ja untereinander verbunden in den BRICS-Staaten. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Sie haben da einen wichtigen Punkt angesprochen. In welcher Währung wird denn das Öl verkauft? Und da kommen wir ans Eingemachte, weil es ist nicht nur die amerikanischen Flugzeugträger, die haben 11, oder? Die Franzosen zum Beispiel haben nur einen, Deutschland gar keinen, sondern es ist auch der Dollar. Also welche Währung ist eine starke Währung? Und wenn man die Weltreservewährung hat, also wenn Sie oder ich jetzt die Weltreservewährung hätten, dann könnten wir die selber drucken. Können wir sagen, wir haben ja die Weltreservewährung, bitte 500.000. Also jeder denkt sich so, oh, wenn ich so eine Maschine im Keller hätte, ich würde nicht mehr arbeiten gehen. Und es ist tatsächlich so, dass der Dollar die Weltreservewährung ist, immer noch. Und historisch eingeordnet muss ich das so erklären, das war von der Konferenz von Bretton Woods Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1973 war der Dollar mit Gold gedeckt. Das heißt, war ein fixer Wechselkurs und der Dollar war so gut wie Gold. Dann haben die Amerikaner unter Präsident Nixon Vietnam bombardiert und dann noch Laos und Kambodscha, war alles illegal, Verbrechen ohne Ende. Und dann hatten sie irgendwie gemerkt, wir haben zu wenig Gold. Und dann kann man natürlich nicht einfach die Notenpresse anwerfen, weil man ist ja gebunden. Man muss dann wirklich das Gold haben und das ist so wie eine Beschränkung. Und dann haben sie gesagt, die Golddeckung ist aufgehoben. Anfang der 70er Jahre hat man das gesagt. Und die Europäer waren noch so, was, ihr hört das einfach auf? Nixon hat einfach gesagt, das ist jetzt vorbei mit dem Gold. Anfang der 70er Jahre. Okay. Und dann hat man aber gesagt, damit das Vertrauen in den Dollar nicht den Bach runtergeht, ersetzen wir diese Golddeckung mit einer Erdöldeckung. Und das war die Geburt des Petrodollars. Und dann, was bedeutet das? Gerade die jüngeren Menschen wissen das gar nicht mehr. Der Petrodollar war eigentlich die Verpflichtung, dass alle Staaten, die Erdöl verkaufen, das in Erdöl verkaufen. Also wenn die USA, die haben ja auch Erdölquellen in den USA, Texas und so, dass die das in Erdöl verkaufen, in Dollar verkaufen, ist ja klar. Aber dass jetzt die Saudis ihr Erdöl in Dollar verkaufen, lag ja nicht so sofort auf der Hand. Aber da hat man das durchgesetzt. Und das hat dem Dollar natürlich eine große Macht gegeben, weil dann mussten alle Dollar haben, weil jeder braucht Erdöl. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Wirtschaftskrieg, den die NATO-Staaten führen und der überhaupt nicht funktioniert. Dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland hat bewirkt, dass jetzt Saudi-Arabien gesagt hat, wir beobachten ein komisches Verhalten der Europäer und ein komisches Verhalten der Amerikaner, weil die haben russisches Vermögen beschlagnahmt. Dann sagen sich die Saudis, vielleicht werden die bald auch unser Vermögen beschlagnahmen. Mm. Und das denken natürlich andere auch. Also das Vertrauen in sozusagen den Rechtsstaat ist untergraben. Und dann sagen sie sich, ja gut, dann könnten wir unser saudisches Erdöl jetzt nach China nicht in Dollar verkaufen, sondern in Yuan. Und das kennt fast niemand, dieses Wort. Yuan, das ist die chinesische Währung. Aber viele kennen das nicht. Viele denken, es gibt nur Euro und Dollar und Schweizer Franken. Aber es gibt auch Yuan und es gibt auch Rubel. Also wir sehen eine Verlagerung. Ich sage nicht, dass jetzt alles Erdöl in Yuan verkauft wird. Aber ich sage einfach, dieser Wirtschaftskrieg, der von den USA sozusagen entfacht wurde, um Russland zu schwächen, hat nicht funktioniert. Deutschland hat sich einfach mit den USA in diese Konfrontation hineingegeben. Das ist nicht klug. Und wenn der Dollar tatsächlich im Rohstoffhandel abgelöst wird oder geschwächt wird, man misst dann pro Jahr, wie viel Erdöl wird in Dollar verkauft, wie viel Erdöl wird in Yuan oder in anderen Währungen verkauft. Oder die Iraner handeln auch natürlich jetzt außerhalb vom Dollar. Und das sind wichtige Rohstoffproduzenten, das sind nicht kleine. Dann kann eigentlich eine imperiale Struktur durch die Schwächung der Nachfrage nach ihrer eigenen Währung ins Markt getroffen werden. Also das ist diese ganze Geschichte, was ist der Dollar,
ist er stabil, wie viel Dollar kann man drucken, ohne dass er sich entwertet. Und es ist eine komplexe Diskussion. Ich weiß, dass viele Menschen sich überhaupt nicht dafür interessieren, weil sie sagen, ich verstehe das nicht und so. Aber es ist eine super spannende Diskussion und man kann auch in den USA sehr interessante Analysen dazu finden, wo wirklich einige Amerikaner sagen, dieser Wirtschaftskrieg, das war ein Schuss in den eigenen Fuß. Weil ja. Man verliert ja dann eigentlich ein Instrument, das man zuvor hatte, ohne das Ziel zu erreichen, nämlich Russlands Wirtschaft zu zerstören. Das war die Idee. Und bei Deutschland ist es ganz ähnlich. Also die deutsche Wirtschaft leidet im Moment, ja auch wegen der Sprengung von Nord Stream, wegen den hohen Energiepreisen. Und trotzdem hält man an dieser Strategie fest und denkt, wir gehen mit den USA, das ist wohl sicher ein guter Weg. Und das finde ich keinen guten Weg. Ich sage auch, in der Schweiz beteiligt man sich an diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland. Ich sage, man sollte das nicht tun. Man sollte sagen, okay, war ein Fehler, wir hören wieder damit auf. Wir treiben wieder Handel. Es gibt ja von den 4 Pipelines, ist eine noch offen zwischen Russland und Deutschland. Man könnte sofort wieder Gas durchfließen lassen. Und Putin hat, meine ich, sogar auch schon gesagt, dass man die jederzeit wieder in Betrieb nehmen könnte. Aber es scheint ja scheinbar kein Interesse daran zu geben. Scholz will das scheinbar nicht. Was aber wenig... Und die Amerikaner wollen es natürlich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Scholz will es nicht, weil es Biden nicht will. Ja. Aber dann ist ja die Frage, was ist denn die Aufgabe, was sind denn die nationalen Interessen von Deutschland? Und die sind eben anders als die nationalen Interessen der USA. Weil wenn Deutschland günstiges Erdgas aus Russland importiert, durch diesen letzten verbleibenden Pipeline-Strang, also Nord Stream 1 sind 2 Stränge und Nord Stream 2 sind 2 Stränge, wir sprechen über 4 große Rohre und 3 sind weggesprengt, meiner Meinung nach durch den CIA, und die Amerikaner brauchen diese Rohre nicht. Die haben ihre eigene Öl- und Gasproduktion. Aber Deutschland braucht diese Rohre. Es braucht das günstige Erdgas. Weil wenn sie einen tiefen Energiepreis haben in Deutschland, dann können Firmen wie BASF zum Beispiel, also ein großer Chemiekonzern, kann von diesen günstigen Energiepreisen profitieren und dann kann die deutsche Wirtschaft sozusagen florieren. Jetzt kann man sagen, ich arbeite nicht bei BASF, ist mir doch egal. Aber die Sache, alles hängt mit allem zusammen. Wenn die Wirtschaft unter hohen Preisen leidet, ich sage jetzt hohe Energiepreise, dann hat eigentlich ein Manager von einem großen Konzern, der ist ja in einem globalen Wettbewerb, ja, dann kann er nur noch sagen, ja, ich schließe das Werk und gehe nach China oder ich gehe in die USA. Das kann er dann machen. Aber dann sind aber die Arbeitsstellen in Deutschland sind dann weg, weil die Leute reisen ja dann nicht mit nach China oder in die USA, sondern dann werden dort die Amerikaner beschäftigt. Die Amerikaner sagen natürlich den deutschen Konzern, kommt. Also das muss man, ich finde diese Überlegung und sehe ich zu wenig beim Herrn Habeck zum Beispiel. Er müsste ja sagen, wie kann ich die Energiepreise wieder senken? Nein, interessiert ihn nicht. Wie kann ich Nord Stream wieder öffnen? Interessiert ihn nicht. Es scheint kaum noch, wie Sie gerade richtig ausgeführt haben, nationale Interessen zu gehen. In Deutschland fast ein Schimpfwort, wenn man nationale, aber es ist eigentlich in der Geschichte, ist es normal, dass ein Land nationale Interessen hat, dass es diese artikuliert. Und das ist keine Schande, nationale Interesse zu haben, wenn man die ohne Gewalt verfolgt. Und das, was Deutschland fehlt, ist eigentlich eine Politikerin oder ein Politiker, der die nationalen Interessen artikuliert und sagt, wir haben zum Beispiel das Interesse, in Frieden zu leben mit allen anderen Staaten in Europa. Und Russland ist bis zum Ural ein europäisches Land. Weil wir sind hier, also wir sind in Europa. Also wir sind nicht in Afrika und wir sind auch nicht in Südamerika. Also wir sind hier. Das ist unser Interesse. Und dann muss man von dem abgeleitet, muss man sagen, okay, was können wir tun, um den Frieden in Europa zu stabilisieren? Und das bedeutet, in der Ukraine braucht es Friedensverhandlungen und wir müssen deeskalieren. Weil wenn der Krieg sich ausbreitet, haben die Amerikaner noch 6.000 Kilometer Atlantik. Das kann doch denen egal sein, wenn wir uns hier in Europa umbringen. Die können nur die Waffen reinliefern. Man muss fairerweise sagen, es gibt diese Politiker, zumindest in der Opposition, beispielsweise Sarah Wagenknecht oder auch Alice Weidel von der AfD, die das auch immer wieder artikulieren oder auch ein Hans-Georg. Sind zwei interessante Frauen, oder? Sehr starke Frauen, sehr
spannende Persönlichkeiten oder auch ein Hans-Georg Maaßen von der Werteunion, der da sehr ähnlich argumentiert. Aber Herr Ganser, ich möchte mit Ihnen zum Abschluss unseres heutigen Gespräches noch so ein wenig weg von diesem schweren politischen Thema. Denn wenn man sich das alles so anhört, Herr Ganser, dann kann man es ja schon mit der Angst zu tun bekommen. Ich habe jetzt gestern war ich auch vor Ort bei Ihrem Vortrag und am Ende des Gesprächs kam ein Herr zu mir, der mich erkannt hat und gemeint hat, er hat große Angst, wenn er sich mit all dem beschäftigt, was wir jetzt vor allen Dingen im ersten Teil unseres Gesprächs unterhalten haben, Stichwort Ukraine und Gaza. Und Sie, Herr Ganser, Sie wirken aber immer so ganz entspannt und relaxed. Und das, obwohl Sie von allen Seiten angegriffen werden und das, obwohl Sie sich tagtäglich mit diesen, ich weiß nicht, ob Sie es tagtäglich tun, aber wahrscheinlich sehr oft mit diesen schweren politischen Themen befassen. Also warum kommt das bei Ihnen nicht an? Also warum haben Sie da keine Angst, Herr Ganser? Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Also die Angst ist einfach nie ein guter Ratgeber. Mhm. Das muss man sich einfach selber klar sein, dass wenn man Angst hat, dann reduziert man sich eigentlich auf eine schlechte Version von einem selbst. Mhm. Ja. Und darum habe ich mir immer gesagt, ich möchte nicht auch aus Angst heraus handeln, sondern aus Freude. Mhm. Wenn man aus Freude etwas tut, das kann man immer sehen, wenn David Beckham zum Beispiel Freude hat am Fußballspielen, dann spielt er jeden Tag und wird richtig gut. Okay, das ist ein Fußballer in England. Ich meine, der kann richtig gut Fußball, weil er so Freude daran hat. Und ich habe wirklich Freude am Thema Frieden. Mich interessiert das Thema Frieden. Und ich habe mir immer gefragt, warum bringen wir uns eigentlich um als Menschen? Und dann habe ich gesehen, viele tun es gar nicht. Es sind nur ganz wenige. Aber wenn man diese wenige untersucht, wir haben jetzt über Ukraine und Gaza, dann kann es einem schon runterziehen. Und dann muss man aktiv gegensteuern. Und da gibt es verschiedene Techniken und diese Techniken setze ich ein. Ich nehme zum Beispiel mediale Timeouts, wo ich überhaupt keine Medien konsumiere, wo ich viel in der Natur bin und dann, wenn der Mensch in der Natur ist, dann kann sich das ganze System wieder entspannen. Also das Wichtigste ist viel rausgehen in die Natur. Wenn Sie fragen, wie ich es mache, das sage ich ganz offen, ich gehe wirklich viel raus in die Natur. Mhm. Also Bewegung in der Natur ist sehr wichtig. Dann das Zweite, was sehr wichtig ist, gute Gespräche. Also ich finde das jetzt zum Beispiel ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen, weil ein gutes Gespräch ist ein Gespräch ohne Abwertung. Dass der andere nicht sagt, du bist ein Idiot. Weil viele Menschen getrauen sich überhaupt nicht mehr, ihre Meinung zu sagen, weil sie haben Angst, dass es zu Streit kommt und zu Abwertung. Und da sage ich, es wäre halt wertvoll, wenn man jemanden findet, mit dem man gute Gespräche führen kann. Ich habe sogar eine Community gegründet, wo sich die Leute untereinander vernetzen. Das ist zwar kostenpflichtig, die Community, aber dann gibt es so eine Karte und auf der Karte finden sie sich und dann treffen sie sich und tauschen sich aus. Weil für den Menschen ist es sehr wichtig, sich zu vernetzen und mit anderen sprechen zu können. Und letzten Endes ist dieser innere Friede die Basis dann auch vom äußeren Frieden. Und da muss eigentlich jeder seinen Weg finden, um den inneren Frieden zu spüren. Mhm. Ja. Und den kann man nicht im Denken finden. Ja, das Denken ist eine sehr aufgewühlte Sache. Dieses Problem, jenes Problem, sondern ich glaube, das kommt eigentlich letzten Endes von einer höheren Ebene, wo jeder Mensch die Möglichkeit hat, dass er sich daran erinnert. Fürchtet euch nicht. Also das denke ich schon, das ist wahr. Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch verraten, dass für Sie das Wesentliche eigentlich die Spiritualität ist, also auch der Glaube an etwas Höheres. Und wir haben auch gemeinsam schon festgestellt, dass es ja hier im deutschsprachigen Raum auch sehr verpönt ist, über Gott offen zu reden, während man im amerikanischen Sprachraum, zum Beispiel in den Interviews mit Tucker Carlson, er spricht ganz offen zu seinem Glaube an Gott. Ja. Also wie ist das denn bei Ihnen, Herr Ganser? Zum einen glauben Sie an Gott und zum anderen, wie sehr prägt Sie auch diese Spiritualität?
Also ich spreche eigentlich nie über Gott oder die Seele. Das lasse ich weg, weil natürlich in der Geschichte wurde immer wieder gesagt, ja, wir haben den richtigen Gott und darum müssen wir euch umbringen. Und die anderen haben gesagt, nein, wir haben den richtigen. Das fand ich immer, das habe ich nie verstanden. Ja, ja. Also die Religionsgruppen, die sich gegenseitig abschlachten, das hatten wir hier in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, das waren die Katholiken gegen die Protestanten. Oder dann hat man gesagt, ja, die Frauen, das sind Hexen und die werden jetzt verbrannt während der Inquisition. Also das sind ja Dinge gelaufen im Namen von Gott, wo ich sagen muss, das ist Jenseits. Das ist alles Jenseits. Mhm. Aber dann gibt es ja eigentlich eine andere Dimension, die mich jetzt interessiert. Und das ist die Frage, was passiert eigentlich nach dem Tod? Ja, weil das wissen wir. Das Leben hat zwei Fixpunkte, Geburtsdatum und Sterbedatum. Das ist ja, wenn ich Biografien anschaue, von Gandhi oder von Hitler oder von Stalin oder von Napoleon. Es ist immer, wird immer geschaut, wann ist diese Person geboren, wann ist sie gestorben. Das ist ja fix. Wir wissen es auch, was unser Geburtsdatum ist. Wir wissen noch nicht, was unser Todestag ist, aber so ist es. Da ist es für jeden. Also, dann wäre doch der nächste Punkt. Wenn wir schon wissen, dass wir sterben, was passiert da? Und dann habe ich mir mal alle Bücher gekauft zum Thema Nahtodeserfahrung. Also ich habe zum Beispiel Raymond Moody, ist ein amerikanischer Arzt, und der hat halt in den 70er Jahren mit dem Fortschritt der Medizin gemerkt, dass einige Menschen sozusagen fast tot waren, aber dann irgendwie zurückkamen und die haben etwas berichtet, nämlich, dass sie von außen auf den Körper sehen. Das hat mich fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich spreche nicht oft darüber, wenn Sie es jetzt so ansprechen, möchte ich natürlich schon sagen, ich habe mich sehr intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt und ich bin völlig überzeugt, dass diese Nahtodeserfahrungen beweisen, dass, wenn der Körper zerfällt, dann nicht alles vorbei ist, sondern dass eigentlich das Bewusstsein, wie soll man es nennen, die Seele, der Geist, es gibt in den verschiedenen Schriften ganz verschiedene Namen dafür und es ist eigentlich wissen, egal wie man es nennt, aber die Frage ist, glaubt man, dass das Bewusstsein weiterlebt, wenn der Körper sich auflöst, oder glaubt man, dass das Bewusstsein durch sozusagen die Neuronen im Hirn, also die Nervenzellen, erzeugt wird und wenn die zerfallen, dass das Bewusstsein sich auslöscht. Und bei dieser Fragestellung, wenn Sie es so genau wissen wollen, bin ich der Meinung, das Bewusstsein lebt weiter. Und ich habe natürlich darum auch keine Angst oder wenig Angst. Also ich denke, das Bewusstsein lebt eh weiter, auch wenn sich mein Körper auflöst. Das ist schon eine ganz andere Einstellung. Ja, ich bin nicht jetzt in dieser Angst, oh, ich löse mich auf, ich bin weg. So, sondern ich sage, mein Bewusstsein lebt weiter. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt gehen will. Ich bin gerne hier. Ich finde es schön, auf der Erde zu sein. Und ich treffe viele interessante Menschen. Ich schwimme gerne im Meer oder ich fahre gerne mit den Ski von einem Schneeberg runter und so. Das sind alles ganz tolle Erfahrungen. Oder ich esse gerne ein schönes Essen oder schaue mir einen spannenden Film an. Also ich bin gerne hier. Schön auf der Erde. Aber ich lasse mich nicht durch diese Angst vor dem Tod, was ja eigentlich die Urangst ist von vielen Menschen, Angst vor den Viren, ist nicht ein Problem, solange man nicht Angst vor dem Tod hat. Oder Angst vor dem Krieg ist ja nicht Angst, sondern das ist Angst vor dem Tod letzten Endes. Und Angst vor Terroristen ist nicht das ist Angst vor dem Tod. Und einmal habe ich dann ich habe so viele Vorträge, da habe ich in ich glaube Liechtenstein war das, habe ich dann Niki Lauda getroffen und das ist ein bekannter Formel 1 Fahrer war das und der hat einen schweren Unfall gehabt und wir haben dann in der Pause zusammen gesprochen und dann hat er auch gesagt, ja, also ich hatte auch so eine Erfahrung. Also wenn man mal auf das Thema kommt und über Nahtod, dann habe ich mit Anke Ewerts gesprochen, das ist eine deutsche Frau, unbekannt vielleicht. Ich habe ein Buch geschrieben, einige kennen es, andere kennen es nicht. Und die ging joggen. Nichts über Gott oder Seele oder Bewusstsein nachgedacht, sondern die ging eigentlich joggen. Und dann kam sie nach Hause und dann wollte sie das Feuer anzünden und hat so Brennsprit drüber geworfen. Und dann hat sie das ungeschickt gemacht und den Brennsprit irgendwie auch auf die Hose. Dann ist das Feuer rübergesprungen. Das ist ein Unfall. Es war nie ihr Plan. Sie hatte keinen Selbstmordgedanken. Und dann hat sie plötzlich gebrannt, wie eine Fackel, auch ihre Haare. Und alles, und zuerst hat sie noch gedacht, das lösche ich aus. Und dann hat sie gemerkt, ich lösche das nicht aus. Und dann kommt ein Punkt, zack, hat sich ihr Bewusstsein von ihrem Körper getrennt. Und dann hat sie mir erzählt,
dass sie den Körper von oben gesehen hat. Und das beschreibt sie auch in ihrem Buch. Und ich finde es einfach faszinierend. Also wenn wir zum Punkt kommen, dass wir die Augen nicht unbedingt brauchen, um zu sehen. Ich meine, ich schaue sie jetzt an und sie schauen mich an. Und wir denken, ja, wir schauen ja durch die Augen, ja, nicht durchs Glas und auch nicht durch den Ellbogen. Dann denken wir, okay, dann sind wir irgendwie hier drin. Mhm. Und das ist der interessante Moment, wo sie sagt, nein, NATO-Erfahrung zeigt eigentlich, man schaut ohne die Augen. Mhm. Und da macht es ja bei den meisten so, hä? Mhm. Wie soll denn das gehen? Ich habe schon Mühe, ohne Brille zu schauen. Wie soll es denn ohne Augen gehen? Und, aber dann ist ein ganz anderer Blick auf die Dinge. Mhm. Ja. Und ich habe damals auch, daran erinnere ich mich noch gut, so in, während meines Studiums die Unsterblichkeit der Seele von Platon gelesen, wo er über den Tod des Sokrates schreibt in einem kleinen Büchlein, keine 100 Seiten. Ja. Und das hat damals mich eben auch sehr, sehr fasziniert, muss ich sagen, weil es eben auch mein Blick auf das Leben, auf das, was danach kommt, auf Reinkarnation, das geht damit ein Jahr einher mit der Frage. Doch das hat meinen Horizont erweitert, wie man so schön sagt. Und auch die Geschichte der Hunnen, die beispielsweise, denen man ja nachsagt, dass sie deswegen auf dem Schlachtfeld hatte man so große Angst vor ihnen, weil sie eben gesehen haben, dass wenn ein Soldat gefallen ist, dass er danach weitergelebt hat. Und deswegen hatten sie weniger Angst auf dem Schlachtfeld. Das heißt, ist bei vielen Kampfkünsten so, dass man sagt, der letzte Kampf, den du führst, ist der gegen dich selber. Ja. Du musst dir überlegen, wer bist du? Bist du Körper? Dann wirst du sehen, du hast keine Chance, den Körper zu retten. Und es gibt auch keinen Preis, möglichst lange im Körper zu sein. Und das ist in asiatischen Kampfkünsten, wird immer darüber gesprochen. Aber sehr viele Menschen hier in der Schweiz oder auch in Deutschland oder in Österreich sind natürlich fixiert auf den Körper. Also nichts gegen den Körper, ich mag meinen Körper. Aber die Idee, dass man nur der Körper ist und dass man sich nie fragt, bin ich denn vielleicht Bewusstsein? Und was passiert mit dem Bewusstsein, wenn der Körper stirbt? Weil der Körper stirbt, das weiß man, ja. Aber das wird einfach, es wird ja überhaupt nicht diskutiert. Mhm. Es wird einfach, es gibt fast keine Räume, wo das diskutiert. Aber hat sich das dann auch beruhigt, die Lektüre? Platon etc.? Ja, das hat dann bei mir eigentlich dazu geführt, dass ich das auch ähnlich wie Sie seitdem recht entspannt sehe, weil mich ja auch viele Menschen fragen, lieber Herr von Witzleben, warum sind Sie denn so entspannt in dieser Zeit und woher nehmen Sie Ihre Ruhe? Und ich würde das eigentlich genauso wie Sie, Herr Ganser, beantworten, dass es... Ich glaube, da ticken wir gleich. Da ticken wir, glaube ich, recht ähnlich. Für mich ist das Ganze, was da so passiert und was ich beobachte, das wie in einem Film. Mhm. Und den schaue ich mir an und in dem Moment, wo ich den Laptop zumache, dann ist dieser Film vorbei und dann gehe ich raus in die Natur und da blüht dann meine Seele förmlich auf. Da spüre ich, da bin ich bei mir und das daher nehme ich dann auch meine Kraft. Und das freut mich sehr zu hören, dass das bei Ihnen ähnlich ist, Herr Ganser. Und ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, dass Sie sich hier heute die Zeit genommen haben. Das war wirklich ein sehr besonderes Gespräch. Das erste Mal jetzt für mich auch gewesen, dass ich mal so mit Ihnen auch über das Thema Spiritualität und Glauben gesprochen habe. Habe ich ja sonst noch nicht so gemacht. Aber ich glaube, die Zeit ist auch wirklich reif. Es sind ja so verrückte Entwicklung da draußen, dass man, denke ich, auch über diese Themen sprechen sollte. Ja, sonst spreche ich eigentlich nicht über Nahtoderfahrungen oder jetzt meine Ideologie. Also Ideologie ist sozusagen einfach das Weltbild, das jeder Mensch hat. Jeder Mensch hat eine Ideologie und ich bin auch völlig natürlich offen und in schönem Kontakt mit anderen Menschen, die eine völlig andere Ideologie haben und sagen, nein, ich glaube, das löst sich alles auf, wenn der Körper stirbt, das ist auch okay. Mhm. Aber ich habe mich entschieden, jetzt auch darüber zu sprechen, weil es eben eine Form des Trostes ist. Und wir brauchen Trost in diesen Zeiten. Mm. Herr Ganser, an Sie vielen Dank für dieses sehr besondere Gespräch. Vielen Dank, Herr von Witzleben. Ich fand es auch ein sehr schöner Austausch. Ja, liebe Community, auch an euch vielen Dank, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart. Und ich kann jetzt an dieser Stelle nur sagen, ihr könnt mich unterstützen und das am besten, indem ihr dieses Interview teilt mit all euren Freunden und Kollegen da draußen, denn ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, mein Kanal hat einen Strike kassiert, ich werde geshadowbanned und deswegen könnt ihr mich am besten unterstützen, indem ihr das Gespräch mit all euren Freunden, all euren Kollegen da draußen teilt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, was auch immer gerade ihr da draußen macht. Bleibt wohl auf und bleibt mir gewogen. Ciao.